Hallo, ich bin Maren Martens und ich möchte euch den Anfang vom Schälrippenmambo vorlesen. Ich bin ein wenig angenervt, weil alle Welt immer nur von Übergewicht spricht. Jeder ist nur mit seinem eigenen Übergewicht beschäftigt. Ein sehr übergewichtiges Problem. Dabei geht eigentlich völlig unter, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht zu dünn sind und das gar nicht sein wollen. Könnt ihr euch wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Wo fängt eigentlich die sexuelle Belästigung an? Ich meine die unfreiwillige oder meinetwegen auch die freiwillige. Gibt es Grenzen oder Unterschiede zwischen dicken und normalen und den ganz dünnen? Ich? Menschen? Der Achim meint, ich solle das mit der Sauna schreiben. Dabei ist das gar nicht witzig. Er hat sich dabei allerdings im Gegensatz zu mir köstlich amüsiert. Sauna ist so eine Einrichtung, in der man unbekleidet rumhängt und Lust wandelt. Man trifft sich in kleinen, überhitzten Räumen zum gemeinsamen Schwitzen. Soweit alles in Ordnung. In diesen überhitzten Räumen sitzt man dann friedlich auf seinem Handtuch, schützt so vor sich hin und fragt sich, wer bei so vielen unterschiedlichen Figuren eigentlich das Schönheitsideal erfunden hat. Muss ein Vollidiot gewesen sein oder ein ziemlicher Träumer. Hat jedenfalls mit Realität nichts zu tun. Wiegt man so um die 70 Kilo, ist keine sexuelle Belästigung zu erwarten. Wiegt man so 50 Kilo, wird es da schon schwieriger. Es fehlen 10 Kilo rechts und 10 Kilo links auf dem Handtuch. Oder besser gesagt, es ist noch Platz für 10 Kilo rechts und 10 Kilo links auf dem Handtuch. Dies signalisiert nun jedem, wirklich jedem Saunabesucher, hier ist ein Durchgang. Wunderbar, ich kann meine Beine noch so breit machen, wie ich will, es bleiben 10 Kilo Platz rechts und 10 Kilo Platz links auf meinem Handtuch. Durchgang. Da ich meist auf der unteren Etage sitze, weil ich kein Dörrobst werden will, geht der Rummel jetzt los. Jeder latscht mit seinen Füßen, mit und ohne Fußpilz, über mein Handtuch nach oben. Ich bin ja sozial eingestellt und mache gerne Platz. Wenn man dünn ist, steht einem ja sowieso nur die Hälfte von allem zu. Der Schmachtlappen da, der braucht nicht viel. Stimmt zwar nicht, aber hier ist eben ein genetischer Denkfehler vorhanden, der sich unauslöschbar in die Hirne der Menschheit gefressen hat. Nun, dass ich jetzt mitten im Durchgang sitze, ist eben mein Pech. Bin ja selber schuld, kann mich ja auch woanders hinsetzen. Selbst wenn ich ganz nah an der Wand sitze, nützt mir das herzlich wenig. 10 Kilo Platz auf der rechten Seite. Durchgang. Nun kommen sie also in Scharen, mit ihren Handtüchern, wie gesagt mit und ohne Fußpilz, und trampeln über mein Handtuch, was das Zeug hält. Es wäre bestimmt von Vorteil, wenn sich dabei die Herren ihr Handtuch vor ihr Gelumpe halten würden. Aber wahrscheinlich möchten sie mich mit ihrem Handtuch nicht erschlagen. Sehr aufmerksam. Ich befinde mich also mit meinem Kopf an der Stelle, wo sie eigentlich ihr Handtuch haben sollten. Kein Handtuch da. Nicht nur, dass mir nun fast jeder seinen Fußpilz auf meinem Handtuch hinterlässt, nein, fast jeder zieht mir noch soeben im Vorbeigehen seine Hängebojen durchs Gesicht. Klatsch, klatsch. Süßer die Glocken nicht klingen. Haben wir ja gerade gehört. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Hängebojen, aber ich würde schon vorher gerne gefragt werden und irgendwie finde ich auch, dass ich das Recht habe, mir meine eigenen Wunschhängebojen auszusuchen. Denn die meisten sind nun wirklich keine Augenweide und eher zum Abgewöhnen, was den Hängebojenträgern wohl noch nicht aufgefallen ist. Bei denen heißen die Hängebojen mit der Gummiwurst ja auch Big Jim und die Zwillinge. Die denken einfach, dass sie als Besitzer einer Hängeboje automatisch zum Supermann mutieren. Hallo da, ihr Hängebojenbesitzer. Schwerer Denkfehler, aber fangt deswegen bloß nicht an zu heulen. Davon wären die Hängebojen auch nicht attraktiver. Außerdem hat doch jeder irgendwo eine Schwachstelle. Ist also nicht so schlimm. Ich bin auch nicht perfekt. Wäre ich nicht so unmotiviert und Achim nicht so vernarrt in meinen ultraschlanken Body, dann hätte ich mich schon längst einer dieser Schönheitsoperationen unterzogen. Klar könnte ich meinen Minibusen vergrößern lassen. Dann hätte ich schon mal mehr Gewicht auf der Waage. Aber der ist mir nicht so wichtig. Den kann man auch in einen gepolsterten BH stopfen. Sieht auch gut aus und jeder fällt darauf herein und nichts hindert daran, nachts auf dem Bauch zu schlafen. Und außerdem hat er seinen Platz trotz meines Alters noch nicht verlassen, um mit dem Bauchnabel Freundschaft zu schließen. Wird er wohl auch nicht schaffen, dank fehlender Masse eben.
Wieso heißt der Busen eigentlich der Busen? Ist das irgendwas Männliches? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich würde mir meinen kleinen Hintern vergrößern lassen. So ein Kilo rechts und ein Kilo links und 1 bis 2 Kilo nach hinten. Darauf sitzt man bestimmt besser als nur auf Knochen. Und es sieht doch einfach nur traumschön aus. Wer so einen Hintern hat und den nicht schätzt, der ist ziemlich undankbar. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich wiege immer nur 50 Kilo bei einer Größe von 1,72 Meter. Traumhaft, ich weiß. Ich war noch nie dicker und wer jetzt immer noch denkt, ach, das kommt noch. Nun denn, ich bin mittlerweile schon bald 50 Jahre alt. Naja, eigentlich bin ich jetzt schon 50 und werde demnächst 51. Und habe mir mein ganzes Leben gewünscht, dicker zu sein. Vergeblich. Offensichtlich toben sich auch diese Gerüchte mit der sicheren Gewichtszunahme in den Wechseljahren bei mir nicht aus. Noch nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ja, wirklich. Ich bin nicht besoffen oder so. Nur möchte ich wirklich mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so 54 bis 56 Kilo wiegt. Ich bin doch genügsam. Das muss traumhaft sein. Je älter ich werde, umso ruhebedürftiger werde ich. Aber dann hätte ich den Achim nicht heiraten dürfen. Der ist irgendwie hyperaktiv. Ganz schön oft jedenfalls. Er denkt laut und er denkt den ganzen Tag. Ihm dabei gedanklich zu folgen, erschöpft auch nach jahrelangem harten Training schon nach kurzer Zeit. Waren wir eben noch bei finanziellen Dingen, sind wir jetzt bei Wasseruhren und anschließend bei Eggers Karlchen. Es ist eine große Schwierigkeit dabei, die eigenen Gedanken und täglichen Aufgaben nicht aus dem Auge zu verlieren, was nur selten funktioniert. Wenn wir spazieren gehen, höre ich keinen Vogel singen, denn der Achim redet. Er redet ununterbrochen. Er redet den ganzen Weg. Nach 2 Stunden Dauergequassel bin ich erst schlagartig am Ende meiner Kräfte. Mein Hirn kollabiert. Stopp, Schluss, ich kann nicht mehr. Ich bleibe stehen. Laufen oder was? Bitte, nur 5 Minuten, kein Gequassel mehr, bitte. Der Achim verstummt. Ich höre die Vögel zwitschern, Balsam für mein marodes Hirn. 3 Atemzüge schaffe ich in vollkommener Stille. Dann fällt dem Achim etwas Neues an, was er dringend mitteilen muss und weiter geht es. Der Achim hat mein kollabiertes Hirn schon wieder vergessen und sappelt sich die Seele aus dem Leib. Die Vögel sehe ich noch, aber ihr Zwitschern dringt nicht mehr zu mir durch. Ihre Schnäbel bewegen sich lautlos auf und ab. Aber wenigstens ist der Achim glücklich. Sollte ich dann mal versuchen, ihm etwas mitzuteilen und tatsächlich die Möglichkeit haben, 2 Minuten durchgehend zu reden, sagt der Achim. Sabbel doch nicht so viel, das erschöpft mich total. Nach seinem hyperaktiven Tag bin ich immer froh, wenn es endlich dunkel ist und der Achim auf seinem Sofa einschläft und ihm nichts mehr passieren kann. Dann kommt endlich meine Zeit der Regeneration. Ich kann wieder Mensch werden und zur Ruhe kommen. Ruhe, die doch so wichtig ist, wenn man dicker werden will. Ruhe, was ist das? Ich stehe unter der Dusche, während der Achim sich in der Küche die Nachrichten ansieht. Das macht er wahnsinnig gerne, um seine Drehzahl zu erhöhen, weil er sich dabei so schön über alles aufregen kann. Doch dann wird es still, nicht der Fernseher. Der dröhnt weiter in doppelter Zimmerlautstärke, da der Achim ja schwerhörig ist und sein Hörgerät in der Kommode besser aufgehoben ist. Aber der Achim ist still. Ich atme auf. Sollte ich hier tatsächlich eine ruhige und vorzeitige Verschnaufpause geschenkt bekommen? Ich schließe die Augen und genieße die Stille, die nur noch von dem brüllenden Fernseher übertönt wird. Doch dann geht unsere Hupe, eine Hofhupe, die besagt, dass draußen ein Kunde ist, der eine Gasflasche kaufen möchte. Ich überspringe mal gerade was. Das folgende Getöse in der Küche und im Flur ist nicht zu überbieten. Der Achim war eingeschlafen, aus seinem Stuhl, auf seinem Stuhl in der Küche, da wo der Fernseher in doppelter Zimmerlautstärke dröhnt. Wenn der Achim aus dem Tiefschlaf geholt wird, ist er absolut unbrauchbar. Er stürmt orientierungslos aus der Küche, dem Kreislaufkollaps nahe, rutscht mit dem Teppich durch den Flur, stürzt über was auch immer, reißt das Bild von der Wand, dabei ruiniert der Bilderrahmen die Tapete, stolpert weiter, stößt mit dem Zeh vor die Kommode und schiebt dabei den Zehennagel ins Nagelbett zurück.
knickt zur Seite und rammt sich die Kante der Kommode in den linken Oberarm. Mittlerweile stehe ich im Flur und warte auf das Ende seiner Showanlage. Er sieht mich an und kommt wankend auf mich zu. Wo ist die Haustür? Fragt er mich. Hinter dir, sage ich. Dann ist er draußen. Als er wiederkommt, ist er wach und hat Schmerzen. Wen wundert's? Sein Arm ist bereits dick angeschwollen, eine gänseeigroße Beule, die schon blitzblau ist. Sein Zeh blutet. Ich hänge das Bild wieder an die Wand und hole den Teppich unterm Schrank hervor. Dann fahren wir jetzt ins Krankenhaus. Meinst du? Schälrippen-Mambo.